Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, einer spezielleren Folge Elsort. Nämlich ist heute das Renewal zu Aisha und Raven erschienen und dazu wollte ich auch mal direkt ein Video machen. Und bevor ich da groß reden springe, ihr könnt euch eigentlich denken, was da alles so passieren wird. Zuerst einmal, bevor ich jetzt überhaupt zu dieser Promo-Geschichte komme, ich gucke jetzt einfach mal und zeige euch mal hier die Skills. Zuallererst haben wir Teleport direkt freigeschalten bekommen, also ja, verschiedenste Sachen, die man eigentlich erst später bekommt, kriegt man eigentlich relativ früh. Also zum einen Teleport, da kann man einerseits den Mana-Verbrauch senken oder halt die Aktivierung, wird 200% des wiederverwendeten Manas wiederhergestellt, mit geringer Wahrscheinlichkeit. Muss jeder für sich selbst wissen. Ich meine, ja, 100% sind nochmal 5, also 10 und 200% wären dann 20. Die man dann einfach geschenkt kriegt. Ich würde aber den Verbrauch einfach senken. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann Kettenfeuerball gibt es natürlich auch ein klein bisschen stärker als früher, muss man dazu sagen. Die Angriffskraft kann ich steigern oder Crit-Treffer. Dafür Basisangriffskraft, aber ich mache es eigentlich vom System her eigentlich immer sehr ähnlich, wie ich es sonst auch machen werde, bei den anderen Chests gemacht habe. Genau, hier zum Beispiel hier genau das Einprägen möglich. Hier sind halt die ganzen Infos zum Thema Einprägungssystem von Aisha und so weiter werden hier nochmal ein bisschen genauer erklärt. Vor allen Dingen die Skills, welche man sich von denen einprägen kann und so weiter. Schon interessant. Genau, Angriffskarte oder Kurs wird verlängert. Ja, lieber der Cooldown verlängern. Genau, dann sind wir schon bei Blitzschlag. Den kriegt man erst am Level 15. Wundert mich ein bisschen, dass es so spät ist, aber ist andererseits doch mal interessant. Dann haben wir hier Trefferanzahl erhöht mit Blitzschlag oder eben MP-Verbrenner. Ja, beides nicht unbedingt mein Fall, aber ich nehme mal das mit Magiepunkte. Dann Feuerwelle. Eiswelle gibt es übrigens jetzt nicht mehr. Das werdet ihr aber jetzt gleich noch zu sehen bekommen von mir. Genau, Feuerwelle haben wir jetzt mal mit Mana-Verbrauch erhöht, dafür Abwehr und Pipapo. Kennt ihr ja eigentlich schon, wenn ihr das mal verfolgt habt von mir mit Runenritter und Windsneaker, Nachtauge meine ich. Dann wisst ihr ja schon ungefähr, was für Effekte da meistens so vorkommen. Und hier kann ich den Cooldown entweder verlängern und dafür halt mehr Angriffskraft. Und das mache ich jetzt wahrscheinlich auch einfach mal. Jetzt braucht das Skin nur noch 150 Magiepunkte. Dafür ist er auch etwas schwächer, wenn ich das richtig sehe. Und dann haben wir verbesserte Feuerball, der gleich von Anfang an gleich geskillt wird. Und jetzt, da ich jetzt schon Level 62 bin mit dem Charakter, gibt es halt schon direkt Level 3 dafür. Mana-Kosten gesenkt und Reichweite erhöht. Nichts Neues für uns. Das, was wirklich neu für uns ist, ist, dass wir jetzt überhaupt keine Eisbälle mehr haben. Man konnte ja früher entscheiden zwischen Feuer und Eisbällen. Eisbälle haben mehr Schaden gemacht, aber Feuerbälle haben dafür weniger Mana verbraucht. Jetzt hat man nur noch Feuerbälle. Also, ja, ich bin da auch ein bisschen traurig darüber. Ich habe die Eisbälle gemocht. So, die Reichweite oder den Mana-Verbrauch. Das ist jetzt die Frage. Ja, ich meine, wenn man es in die Länge zieht. Müsste man eigentlich ausprobieren mal, ne? Ruft das Mädchen aus. Okay. Achso, ja, habe ich schon lange nicht mehr benutzt, weil es auch rausgefallen ist aus der nach dem zweiten Skilltree Revamp. Also den wir zuvor hatten. Den Treffer, entweder Cooldown oder Treffer. Ja, eher das mit dem K.O.-Wert. Dann haben wir wieder ein Emblem der Weisheit. Lang ist es her. Aber in seiner Anfangsform taucht er wieder auf. Das ist schön. Verlierende Effekte verbessern sich auf 15%. Dauer verlierende Effekte. Okay, entweder verbessern wir den Effekt. Das mache ich. Und Meteorhagel, ja, jetzt gucken wir mal. Ressourcenverbrauch sinkt auf 200. Okay, Angriffskraft steigt. Dann machen wir Angriffskraft. Dann Eishagel. Da würde ich die Effekte verlängern bei Eishagel. Und dann kommt Meditation. Jetzt bin ich mal gespannt, was Meditation, wie sie sich verbessert. Wird auf. Ach, die Dauer wird verlängert? Oder der Cooldown sinkt? Ha! Das ist gut. Also natürlich. Ah, 65 Sekunden. Okay. 65 Sekunden, davon 85%. Puh.
Puh, ich bin nicht das Mathe-Genie, aber es wird wahrscheinlich irgendwas mit 47 Sekunden sein oder sowas. Und die Dauer mit 130% verbessern. Hm. Also vielleicht 6, fast 7 Sekunden oder sowas statt. Ich weiß nicht, ich tendiere eher zum Cooldown. Ich tendiere jetzt zum Cooldown. Ich könnt ihr auch anders sehen, aber ich, ehrlich gesagt, ich stehe mehr auf den Cooldown. Ja, da kann ich euch das Angriff ein bisschen stärker machen. Flammenkreis benutze ich immer noch gerne. Ich weiß nicht, warum die Leute das so selten benutzt haben. Wahrscheinlich, weil der Damage einfach viel zu gering war. Da waren es aber doppelt die Angriffskraft pro Treffer. Ach, das ist beide scheiße. Man kann ja nichts von beiden machen. Trefferanzahl wird verdoppelt, die Angriffskraft pro Treffer beträgt. Was ist das denn? Gut, der initialisierte Treffer. Der macht ja das, okay. Trefferanzahl wird verdoppelt. Es ist beides. Es hört sich beides irgendwie schlecht an. Trefferanzahl wird verdoppelt, die Angriffskraft sinkt auf 70%. So. Krit-Treffer wird hundertprozentig ausgeführt. Aber Basis-Angriffsschaden sinkt auf 80%. Ganz ehrlich, da ist es sogar mal so, dass ich mal lieber Krit nehmen würde. Endlose Magie, okay. Kennen wir von damals schon. Erhöht einfach nur unsere maximalen Magiepunkte. Coole Sache. Kettenblitz. Ah, jetzt kann man Dingsbau machen. Magisches Geschoss und Kettenblitz. Ist ja cool. Okay, Kettenblitz hat Ressourcenverbrauch. Mana-Verbrauch. Ja, mach ich mal wieder Mana-Verbrauch. Zyklon. Oh, habe ich auch schon eine Weile nicht mehr damit gespielt. Trefferanzahl wird verdoppelt. Reichweite. Die Reichweite gefällt mir ganz gut. Blitzregen. Ja, wenn man es in die Länge ziehen will. Ja, warum nicht? Elementarkörper ist ein Skill, den hatte ich früher mal auch ein bisschen benutzt, aber nicht hochgeskillt. Okay, gibt immer noch schöne, tolle Effekte. Da habe ich jetzt natürlich nur einen Effekt, da kann ich jetzt nur einen Effekt anschauen. Naja gut, werden wir jetzt erstmal so lassen. Einklang der Elemente und Studium der Elemente hat man jetzt beides. Ist natürlich sehr gut. Und wie gesagt, mein Charakter ist gerade mal Level 62, deshalb gibt es jetzt halt erstmal kein, ja. So, jetzt gucke ich erstmal, dass man mal bestimmte Skills mitnehmen und dass ich die mal ein bisschen zeigen kann. Und natürlich auch die Kombos, dass wir die uns mal ein bisschen anschauen. Es gibt so viele Skills, die ich mir jetzt mitnehmen würde. Aber nur so wenige Skillslots, die ich da habe. Eigentlich bräuchte ich jetzt 12. Oh, vor allen Dingen der Buff, den nehmen wir gar nicht mit. Schlecht. Für irgendwas müssen wir verzichten. Eigentlich theoretisch kann ich auf Feuerkette verzichten. Aber andererseits, ihr wisst schon, was bei ihrem Leben der Weiße passiert. Naja, zum Vorzeigen reicht. Passt das erstmal so. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz zur Camilla. Probieren mal ein paar neue Skills aus. Oh, jetzt ist das. Nein, halt, stopp. Bevor ich das mache, gucke ich erstmal ganz kurz nach dem Promo-Set. So. Ach, lauf schneller, Aisha, los. Und wird wahrscheinlich wieder so sein wie bei den anderen Charakteren zuvor, wie bei Edzard und Rena, dass die einfach ein paar neue Kombos bekommen haben. Ein paar Kombo-Variationen, die werden wir alle mal kurz durchgehen. Ich brauche den Wiedergeburtswürfel, genau, der interessiert mich jetzt. So, nämlich der Wiedergeburtswürfel, so wie auch davor, gibt Promo-Sachen, gibt Halskette des Magiers und so weiter und so weiter. Also nichts komplett Unbekanntes. Promotion-Fäustlinge, alles soweit für uns bekannt. Ja, einen Quickshot nehme ich gerne mit, aber wirklich brauchen tue ich es nicht. Wiederbelebungssteine, jawohl, sehr gerne. Dann haben wir, genau, Beinkleid, Sensmittelung B-Leiste. Ja, werden wir jetzt einfach mal kurz entsorgen. Ich habe ja schon eine. Es geht jetzt zum Glück ein bisschen schneller. Jetzt wissen wir ja, worauf wir uns einlassen. So, ich glaube, ich kann nur die Haare, kann ich mir jetzt nicht holen. Weil mein Level noch zu... Ah, nee, kann ich mir noch holen. Aber ich habe zu wenig Platz im Inventar. Irgendwo hängt es immer.
würde noch mal ganz schnell die Silbermedaillen, die kann ich ja mal ein anderes Mal wiederholen. Ja, Schrift der Gültigkeit, Fossilienanalysierer und so weiter, kennen wir ja alles schon. Okay, so die Waffe ignorieren wir erstmal. Für mich ist das Promo-Set um einiges interessanter. Das Promo-Set, wie auch zuvor, hat einen XP-Boost, macht ebenfalls Machtbooster hoch und Crit-Treffer und Angriffsgeschwindigkeit. Sieht auch sehr hübsch aus, ist sehr putzig. Ihr macht das mal mit Standard, mit Standardbewegungen. Ach, inzwischen kann man auch die Bewegungen der früheren Klassen benutzen. Das ist neu, kenne ich noch gar nicht. Bewegungen, Elementmeister. Sagt, sieht sehr putzig aus. Aisha wirkt schon etwas, erwachsener dadurch. Finde ich sehr hübsch. Und passt eigentlich total zur Elementmeisterin, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, gehen wir mal ganz kurz rein. Gerade mal ein paar Skills ausprobieren. Ein paar Kombos und Pipapo. Ach Gott, der misst schon wieder. Ja, okay. Moment. So, jetzt, da sind wir wieder. So, wir haben von Anfang an 405 Magiepunkte. Tolle Sache. Ja, ich zeig dir mal erstmal ein paar Skills. Mach erstmal den da platt. Die Feuerbälle gefallen mir schon mal sehr gut. Okay, der Combo ist nach wie vor fies, alles klar. So, jetzt gucken wir erstmal ganz kurz nach den ganzen Skills. So, ich würde einmal hier erstmal sagen, machen wir mal Feuerkette. Okay, das sieht jetzt nicht so überspektakulär aus, aber der Damage gefällt mir ganz gut. Dann haben wir natürlich den Effekt von Elementarkörper. Nur nochmal zum Nachlesen für euch. Haltbarkeit richtet sich nach der maximalen HP. Schaden wird dadurch reduziert und auch die Magieabwehr, die steigt dabei. Tolle Sache, wie gesagt, Mana-Schild und der alte Skill vereint. Schönes Ding. So, machen wir mal ein paar mehr Viecher, damit ich auch mal zu Dings kommen. Man kann sich hier, da wird es richtig schön gezeigt, welche Skills man sich einprägen kann. Hier, das merkt man auch direkt. Und das machen wir jetzt einfach mal mit dem Ding hier. Funktioniert nach wie vor sehr gut. 413.000 Schaden. Ich muss sagen, ich bin überzeugt. Ich habe jetzt auch ungefähr equipped, das zu ihrem Level passt. Aber ja, habe jetzt mein Pet dabei, entschuldigt mich an der Stelle, aber ist doch völlig wurscht. So, gucken wir weiter. Dann haben wir Kettenblitz. Legen wir los. Wollte ich jetzt eigentlich nicht merken. Hopp, zack. Hopp, hopp, schneller. Okay, wandert wieder dreimal, wenn ich das richtig sehe. Nehmen wir mal noch ein drittes Monster dazu, zwei weitere Monster dazu. Ja, hopp, schneller, hopp, zack, zack, zack. In Reihe und Glied, Leute. Auf, auf. Kann man eigentlich wieder Combo cancel. Oh ja, aber sehr schön sogar. Und irgendwie spawnen mir die Viecher zu langsam. Egal, machen wir mal. Okay. Es lohnt sich, also das Kettenblitz, meiner Meinung nach, lohnt sich jetzt eigentlich wirklich nur, wenn man mehrere Viecher in der Gegend hat. Ach, und da stehen die rum. Ding, 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 ding. Also wahrscheinlich so bis zu 4 Treffer oder 3 Treffer pro Viech, was auf der Karte ist. Auch nicht schlecht. Ja, und euer Lieblingsskill im PvP kennt ihr ja alle. Magisches Geschoss. Funktioniert wie damals. Homing-Effekt. Und relativ penetrant eigentlich. Sogar recht schnell, wenn man überlegt. Das war ohne Notiz, war das viel langsamer. Die haben es wahrscheinlich direkt mit Notiz in das Spiel gebracht, allerdings nicht mehr ganz so stark, aber trotzdem noch nervig genug, finde ich. Naja, mal sehen, wie viel Flame es da demnächst geben wird. Egal, auf jeden Fall kommen wir mal zum Meteorhangel. Kann man natürlich wieder in die Länge ziehen, aber auch nicht auf unbestimmte Zeit, habt ihr jetzt gerade gesehen. Sieht sehr hübsch aus, gefällt mir. Und Eishagel, was die Leute viel zu selten benutzen. Okay, kann man nicht verlängern, aber vom Schaden her eigentlich ganz gut, wenn man ein Viech hat, das vielleicht ein bisschen länger ist, also wie Magmanta oder Pipapo, dann kann man das gut nutzen. Okay, Komboliste, here we go. Okay, die haben mir direkt,
Ich gehe jetzt einfach mal komplett durch von oben. Aber den kennen wir eigentlich schon, genau. Jawohl, nichts Unbekanntes. Oh, jetzt kann man bis zu dreimal schießen. Ich glaube, früher konnte man nur zweimal. Genau, das. Ich meine, man kann es nur zweimal machen. Okay, kommen wir mal zu den Kombos. Also Y, Y, Y. Nichts Unbekanntes. Okay. Man kann es, glaube ich, auscanceln. Okay. Und wenn ich das Viech jetzt... Ah, warte, ich mache mir mal ein neues. Wenn man das Viech jetzt oben lässt, mit diesem Schockangriff, hat es dann den gleichen Effekt, den ich mir vorstelle, dass er einfach weggestoßen wird. Ah, da wird in eine andere Richtung gestoßen. Noch besser. Okay, dann haben wir... Ach du Scheiße, man kann jetzt inzwischen Feuerball-Gatlin machen. Das ist ja crazy, ist das. Crazy, kann man das Ding weg? Nee, kann man nicht. Ja, sonst hätte ich mal geguckt, wie das von Auswirkungen das auf Magiepunkte hat. Genau, den Aufladeangriff, den kenne ich schon von früher. Aber das finde ich jetzt echt geil. Boom, 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 boom. Also, das wird nerven. Viele Leute wird das nerven. Okay, was haben wir noch? Ich brauche ein Viech. Ah, da. Gut, das ist der Standard-Kombo, den kennen wir von damals noch. Dann gibt es einen nach vorne, nach hinten. Okay. Einmal nach hinten. Das war jetzt noch unten. Entschuldigung. Die vier müssen ein bisschen schneller spawnen bei mir, finde ich. Okay. Ja, auch nichts Unbekanntes. Dann, eigentlich zeigt er mir das schon direkt, aber gut. Dann gehen wir mal runter. Ja, viele Spring-Kombos und so hat sie ja eh nicht. Achso. Okay, den Kombo kennen wir natürlich alle. Habe ich vorhin schon gemacht. So, einmal den. Ach ne, einmal den. Okay, kennen wir ja soweit. Sprintsprung. Okay, das ist neu. Man kann das anschließend danach benutzen. Okay. Nur was Kombo-Nützlichkeit betrifft, ich weiß noch nicht. Ah, wenn man das direkt, den direkt trifft, dann klappt das. Man kann es sogar eine Weile halten. Ja, aber auch nur eine Weile. Okay, und dann halt den 3x-Kombo in der Luft. Konnte man früher nicht machen. Ich muss mir nochmal da einen Kombo reinziehen. Der war einfach Hammer. Nee, nicht der. Boom, 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 boom. Sehr cool das Ganze. Gefällt mir sehr gut. So, und dann würde ich auch mal sagen, wir wechseln mal direkt auf einen Raven rüber. Ich würde mal das mit meinem Blade Master machen. Und ich zeige euch da nochmal das Promo-Set, die Skills und ja, bis gleich. So, und da wären wir inzwischen auf meinem Raven. Der ist Level 70, auf meinem Blade Master. Ich habe auch noch einen zweiten Raven, den werde ich aber jetzt, glaube ich, in dem Video mal nicht zeigen, weil das sonst ein bisschen viel zu Zeit frisst. Oder soll ich den zeigen? Weil die neuen Kombos würden mich schon interessieren. Allerdings, ich weiß nicht, wie lange das Video sich dann in die Länge zieht. Da beenden wir uns einfach mal ein bisschen mit den Skills, ne? Okay, Titankanone. Gute alte Titankanone. Hat kein Mensch benutzt, aber gibt's halt immer noch. Und ich würde da dann die Abwehr ignorieren wollen. Schattenschritt. Mana-Verbrauch oder Cooldown? Mana-Verbrauch oder Cooldown? Ich benutze es häufig. Gibt es eigentlich noch sowas wie Schattenstich oder sowas? Schattenschritt? Dings meine ich. Es gibt noch Flucht, okay. Fehlbare Strategie. Puh. Aber es sieht nicht so aus, als gibt es noch die Abschlüsse davon. Ah, mit Y einen Stoßangriff. Ah, okay, okay, okay. Ah, die sind jetzt integriert in Schattenschritt. Das ist sehr interessant. Okay, dann würde ich sogar den Cooldown machen, weil ich scheiß auf den Mana-Verbrauch, wenn ich das öfters einsetzen kann. Okay, hier der Mana halt. Kanonenklinge. Ich bin nicht sicher, aber gucken wir mal. Ich nehme einfach Mana-Verbrauch.
Beziehungsweise Mana halt. So, Machtangriff, kennen wir alle. Eigentlich ein ganz guter, brauchbarer Angriff. Hier, der Mana-Verbrauch 150. Ist okay. Lieber der Cooldown ein bisschen erhöhen. Flammenschwert ist jetzt ein Skill, den kann auch der Blade Master benutzen. Konnte früher nur der Flammenkommandant. Angriffskraft oder... Ja, Angriffskraft. Hey, magischer Angriff. Ist eines der wenigsten magischen Angriffe, die Schwertmeister wahrscheinlich hat. Also, why not? Funkenschlag. Oh ja, einer meiner Lieblingsskills. Cooldown um 50% senken. Auf 2 Sekunden. Ach du heilige Scheiße. Oder anstelle Crits und... Cooldown, Bitches. Bitch, please. Cooldown. Dann Schockwelle. Da kann ich entweder Crit oder den Mana-Halt verbessern. Ja, ich glaube, der Mana-Halt, der ist eigentlich immer ganz nett. Bei Schockwelle, zumindest bei Schere. Dann haben wir wieder anmutige Schwertkunst. Kennen wir auch von früher schon. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit prozentual. Abgesehen von den Sockeln. Finde ich echt gut. Konzentration der Kraft gibt es ebenfalls bei dem. Und wird sogar nochmal verbessert bei 78. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und jetzt schon plus 500. Wow. Dann siebenfache Explosion. Habe ich damals auch benutzt. Gerade wo Raven frisch erschienen ist. Würde ich jetzt nicht mehr so oft benutzen. Aber mal sehen. Mal ausprobieren. Der Fahnenzahl wird verdoppelt. Ja, das ist das gleiche Problem, wie ich das schon bei der Aisha hatte. Da gibt es ja nur mehrfache Treffer. So würde ich mal die Trefferanzahl doch mal nehmen. Klinge des Berserkers. Oh, einer meiner Lieblingsskills. Absoluten Lieblingsskills. Aber kein Abwehr und beziehungsweise Magieabwehr durchdringen. Das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Würde ich jetzt einfach mal die Angriffskraft mal verbessern. Die ist für mich ein bisschen attraktiver als das mit dem Mana-Verbrauch. Dann Blutschnitt. Cooldown senken oder verliehenen Effekt verlängern. Der Cooldown ist eh schon 2 Sekunden gerade mal lang. Da würde ich den Effekt verlängern. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache das mal so. Gesplitterte Rüstung. Oh. Das hat Raven Blade Master jetzt auch. Ach du heilige Scheiße. Okay. Cool. Verlorene Effekte werden verlängert oder verbessert auf 50%. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Effekt da gemeint ist genau. Abwehr des Gegners. Da ist schon auf 54%. Was macht das Ding? Um 50% vielleicht verbessern? Weil auf 50% würde ja keinen Sinn machen. Oder verlängern. Ich würde den Effekt weiter verbessern. Würde ich jetzt mal machen. Einfach mal probehafter. Singender Hieb ist mein Favorit. Einer meiner Favorit-Skills von Schwertmeister. Schwertmeister ist eh so mein Held. Entweder Crit oder Treffer steigt Mana halt. Schwierig. Weil im Machtbooster ist das Teil richtig fies. Würde ich sogar öfters benutzen. Oh, und das hat sogar einen recht ziemlich guten Schaden, auch wenn man Machtbooster nicht benutzt. Da ist halt also die Wahl eher dahinter, wie man tatsächlich spielt. Also was mit was man besser umgehen kann. Ich würde den Treff Mana halt mal verbessern. Gut, blutiger Triumph, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Und noch recht Mana Break. Oh, das ist cool. Verdichte. Mana Break gefällt mir ganz gut. Schallhieb habe ich nicht benutzt damals, aber soll scheint auch ein netter Skill gewesen sein. Nehmen wir gerne mal mit. Mit Angriffskraft dazu. Ja, wobei eigentlich hier auch Crit-Treffer möglich ist. Aber im Prinzip, es rechnet sich nicht so arg. Ich weiß nicht, warum es diese unterschiedlichen Effekte gibt. Meister der Schwertkunst. Das war früher das Pendant zu dem hier. Jetzt hat man beides. Sehr schöne Sache. Crit plus. Im Prinzip Schwertmeister, wenn ich so überlege, ist eigentlich die Klasse, die eigentlich mehr zusätzliche Sockel-Statuswerte bekommt als irgendeine andere Klasse. Statt irgendwie was Spezielles von wegen Mana-Verbrauch und Pipapo-Passive oder sowas. Sehr stark. Verringerte K.O.-Wert und nötige Attacke, wenn dein HP über einen bestimmten Wert liegen. Aha, solange man über 80 HP hat, 80% HP, hat man Attacke plus und K.O.-Wert minus. Ah ja, okay. Wird das inzwischen so gerechnet. Früher war das ein bisschen anders. So, Giga Drive. Oh ja, Giga Drive ist immer noch sexy. Ressourcenverbrauch. Cool, dann verlängern. Nee, wir verlängern lieber den Effekt, ganz ehrlich. Schockwelle Schneide gab es früher als Pendant zu Schockwelle Schere. Und da würde ich, glaube ich, weil der Schaden unterschiedlich ist, könnte ich hier vielleicht sogar mal auf Crit gehen. Dann, wow, Segenriss.
Hatte, hatten wir das die vorhin schon? Ne, das war Schallhieb. Na, doch, tatsächlich ist erst jetzt. Okay, Sehnenriss. Oh, der Schaden ist inzwischen richtig gut. 1089% Attacke. Wow. Wahrscheinlichkeit auch ziemlich gut. Mana-Verbrauch senken. Naja, bei 40 Mana finde ich das jetzt nicht so tragisch. Gut, andere im PvP würden mir jetzt natürlich widersprechen. Klar. Verliehene Effekte. 120%. Ist auch nicht so prickelnd, ne? Vielleicht auf 7 Sekunden hochdrosseln, aber... Ja, gut, dann würde der Sehnenriss vielleicht direkt wieder anknüpfen. Auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir mal. Wolfsklaue, auch ein geiler Skill. Kann man den inzwischen sogar in der Luft? Habe ich irgendwas mitbekommen? Nee, nee, kann man nicht. Wahrscheinlich keiner, sondern nur das Mana wiederhergestellt. Mana-Verbrauch sinkt. Aha. Das finde ich zum Beispiel jetzt interessant, weil man kriegt eventuell eh die 50% der Magiepunkte zurück, wenn man, wenn das Mix linkt. Also kriegt man eh zurück. Und wenn ich den Mana-Verbrauch senke auf 80, dann kriege ich nur 40. Allerdings, wenn ich manchmal eine geringe Chance habe auf Magiepunkte plus, im PvE ist das ganz nett. Hier würde ich zum Beispiel, wenn ich PvPler wäre, würde ich wahrscheinlich eher Mana-Verbrauch machen. Kann jeder machen, wie er will. Was ist das? Unfehlbare Strategie. Kenne ich nicht. Was ist das? Kann man das essen? Da hältst nach jeder 5. Kombo einen Buff der Wahrscheinlichkeit für Trefftreffer und MP-Erhalt erhöht. Sexy. Bis zu 5 Mal stapelbar. Wow. Crit-Treffer plus und Mana-Regeneration plus. Schön. Dann Flucht, verbunden mit Schattenschritt, um auszuweichen. Wahrscheinlichkeit 15%, Mana-Kosten 10. Cool. Natürlich Extremklinge, wie könnte es auch anders sein. Schöne Sache. So, ich habe mich jetzt ein bisschen hinreißen lassen, weil eines meiner Lieblingsklassen und so. Jetzt beeile ich mich mal wieder ein bisschen, ne? Funkenschlag, Funkenschlag, Funkenschlag. Ja, wo bist denn du, mein Bester? So, da bist du ja. Singler Hieb. Dann, was haben wir noch? Soll ich jetzt beide mitnehmen? Schockschwelle, Schere und Dings. Ich will eigentlich ein bisschen mehr von den anderen Skills zeigen, die jetzt noch nicht so bekannter sind. Also nehmen wir mal lieber was anderes. Vor allen Dingen gesplitterte Rüstung würde ich mal gerne mitnehmen. Sehnenriss kennt jede Sau. Schallhieb kennt jeder auch jede Sau. Ja, nehmen wir nochmal Extremklinge mit. Okay, inzwischen sollte auch mal endlich mein Würfel da sein. Ach, der kommt erst jetzt. Dabei haben wir gerade mal 9 Minuten verbraucht. Und ich habe schon gedacht, ich brauche jetzt hier eine halbe Stunde schon verbraten von unserer Zeit. Ah, wo bleiben das gute Ding? Okay, ich mach mal so lange mal ganz kurz, ne? Und wir sehen uns gleich wieder und so, ne? Weil ich möchte euch jetzt nicht 3 Minuten warten lassen. So, und weiter geht's. Bringen wir das hinter uns. So, Lichtsäule. Lichtsäule habe ich nochmal bekommen. Und eine Hochzeitssäule. Aber darum kümmere ich mich später. Ah, stimmt, hier habe ich ein paar mehr Slots. Ja, ja, da war ja was. Okay, Promo-Dinger. Quick-Slot, ja. Ach, da kommt ja auch gleich der Würfel mit der B-Leiste. Den werde ich einfach mal nicht öffnen erstmal. Genau, den ignorieren wir mal kurz. Damit das hier vorwärts geht. So. Ja, Skill erhalten, aber ich habe schon gehabt. Ironie? Maybe not. So, 70. Ah ja, habe ich ja. Natürlich. Oh, die Waffe. Da bin ich auch scharf drauf. So. Ja, passt. Dann gucken wir uns mal die Promo-Sachen an. Okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen sortieren, ne? Ist gut, dass ich ein paar Vorlagen habe hier. So, ich bin mal auf die Haare gespannt. Die sahen schon auf dem Artwork ziemlich smexy aus. Und ich tue mal das kurz einmal ablegen und mal auf normale Position wechseln. Moment. Oh, ich kann auch einen Raven posen. Wie gesagt, das wundert mich schon ein bisschen. Das ist auch erst zeigt eben erst. Ich kann voll Schwertträger-Style umlaufen. So, ich werde aber mal auf Dings wechseln, auf normalen. Sieht sehr stylisch aus, gefällt mir sehr gut. Die Haare sehr smexy und alles. Effekte natürlich die gleichen, wie ihr sie schon kennt. Also nichts wirklich bahnbrechend Neues für euch. Dann ziehe ich mir gerade mal wieder die Waffe über. Und ja, dann probieren wir mal ein bisschen Skills aus, ne? Bin schon auf Extremklinge gespannt, ob die ein bisschen anders aussieht. Wahrscheinlich nicht, aber probieren kann man es ja trotzdem. Auf Flammensperr bin ich gespannt und auf gesplitterte Rüstung. Das werden, glaube ich, so die Skills sein, die ja, den Schwertmeister so ein bisschen das Leben erleichtern werden. So. Erstmal gucken wir mal, dass wir das Viech hier loswerden.
Geschwindigkeit ist auch ein bisschen, er ist auch sehr schnell. Aber gucken wir jetzt erstmal ein paar Skills ausprobieren. Gleich mal Klinge des Berserkers. Der Damage ist hoch und die Reichweite ist schon etwas höher. Oder habe ich das nur gerade mich verguckt? Wir probieren mal geschwind Schattenschritt aus. Auf Y. Das war Y. Okay. Ich habe doch... Okay. Mal Mix ausprobieren. Hä? Geht nicht? Während der Anwendung kannst du mit Y einen starken Stoßattack. Wenn du angegriffen wirst und zu Boden gehst, kannst du bei Aufstehen und durch Drücken der X-Ta... Oh! Das ist... Warte, halt. Es ist einfach nur zusammengeflanscht mit Schwäche aufdecken. Ich glaube ja. Der Schaden von Klinge des Berserkers ist abnormal hoch. Da hat jetzt bestimmt jetzt 700.000 Schaden gemacht. Dabei ist es nicht mal so wirklich hoch von der Attacke her. Okay. Gut, jetzt hat er Schattenschritt aktiviert wegen meinem Dings. Okay. Puh, nett zu wissen. Funkschlag. Und das nur mit 2 Sekunden Cooldown. Ich finde das einfach Hammer. Und es sieht auch Hammer aus. Sehr cool, finde ich das. So, jetzt probieren wir mal 5000% geballte ATK des Hieb, singender Hieb, mal auf dem armen Viech aus. Okay, so wirklich bahnbrechend war das jetzt nicht. Probieren wir mal das Ganze mit ein paar mehr Viechern. Weil da hat singender Hieb eigentlich so gescheint, also hat geleuchtet, wo es tatsächlich mal mehrere Viecher hatte. Weil da war der Skill tatsächlich immer. Deshalb nehme ich eigentlich das Bett ungern damit. Okay, warten wir halt nochmal ganz kurz. Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch nicht darauf geachtet, ob das Viech jetzt den blauen Balken schon vorne hat oder nicht. Okay, der Schaden erhöht sich auch nur minimal, wenn ich mehrere Viecher beieinander habe. Das ist mein Eindruck sogar so fast gar nicht. Ja, komm. Ja, bleib zusammen. Verfolgt mich, wenn es sein muss. Ja, ist gut. Okay. Der Damage jetzt bei Machtbooster ist jetzt auch nicht schlecht. Habe ich irgendwas mit 120.000 pro Treffer gesehen. Das ist echt gut. So, dann gucken wir gerade mal weiter. Flammschwert. Ach, macht das nachhinein noch Feuerschaden? Oh ja, die machen noch nachhinein noch ein bisschen Feuerschaden. Und das auf einer Position, also kann das auch mehrere Viecher treffen. Das ist cool. Das ist jetzt echt cool. Ja, da bleibt auf einer Position. Das ist echt cool. Okay. Dann probieren wir mal ganz kurz gesperrte Rüstung. Wird wahrscheinlich nur Armor Break sein in Schwertmeister-Stil. So, ich mach so viel Schaden bei Dings, okay. Ich erkenne gerade keinen Unterschied. Okay, ein bisschen mehr Schaden ist da schon. Ja, ja. Hieb einmal so viel Schaden in Rüstung, Abwehr des Gegners. Ich probiere das mal in Kombination mit Dings. Okay. Merke ich jetzt nicht unbedingt den Unterschied. Müsste ich mal ausprobieren in der Praxis. So, Begrenzer haben die hier gewählt. Sieht sehr schön aus, die Schockbälle und alles. Optisch auch sehr hübsch. War mal eine Extremklinge. Okay, hat sich kaum angepasst. Hat sich kaum verändert. Dann lasse ich mal ein Viech da, damit wir Kombos üben können. Und jetzt bin ich schon gespannt, weil das erste sieht jetzt schon recht abenteuerlich aus. Das war's nicht. Achso, das war die Geschichte. Achso. Ach, kann man das jetzt auch so machen? Ah. Aber der Kombo sieht ein bisschen anders aus. Ah, die haben den Loop abgeändert. Cool. Ah, die haben das so geändert. Okay, verstehe. Sprintsprung. Wow. Sehr cool. Warte, halt, stopp, nochmal. Das muss ich jetzt sehen. Okay, keine Ahnung, was für eine Art Schlag ich da mache.
keine Ahnung, oder sowas. Ach, mit der Schockwelle mache ich das vom Schwert. Aber so schnell. Cool. Geht auch relativ schnell ineinander über. Wahrscheinlich. Alter, man kann den Combo allein mit, wenn man nur Y spammt, mit dem kann man das tatsächlich sogar machen. Ah, jetzt hat es ihn zu weit gestoßen irgendwie. Na, machen wir mal die Viecher ein bisschen stärker. 80. Probieren wir nochmal. Ah, nee, das geht tatsächlich. Das geht tatsächlich. Okay, interessant. So, dann den einen habe ich ja schon mal gezeigt. Den guten alten Combo. Es hält die Viecher auch ein bisschen besser zu dem kleinen schwarzen Loch da. Ganz cool. Okay, auch nichts Unbekanntes. Gut. Okay. Was hier fehlt, was sie vergessen haben reinzumachen bei dem XXY-Kombo, dass man hier noch Y halten kann. Beziehungsweise, ich guck mal, ob das nicht. Ne, man kann es canceln. Okay, und nach einem weiteren Y kann man das verlängern zu diesem Furienangriff. Haben die vergessen zu bearbeiten? Gleich mal melden. So, ansonsten haben wir jetzt drei Y-Angriffe im Glück. Wow. Sehr cool das Ganze. Okay, das hat sich jetzt auch nicht wirklich geändert. Dann springen Y, springen X. Ach, sprinten. Okay, die Kombos sind gemeint. Okay, hat sich auch nicht geändert. Sprintsprung. Wie gesagt, da finde ich das mit der Schockwelle echt genial. Genauso diese. Wow, 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 halt, stopp, was war das? Hat er das gerade gesehen? Danach kann ich dadurch slashen. Okay, hat auch einen Nachteil, muss man sagen. Zum Kombo machen ist das schlicht. Aber wenn man dann Distanz wieder gewinnen will, ist das eigentlich recht gut. Oder als Abschluss für irgendwas. Aber da fehlt es wieder. Da fehlt das. Warte, Sprintsprung. Y, Y, Y. Ja, das ist der. Und ich mache danach nochmal ein Y, um das zu machen. Okay, hier fehlen tatsächlich noch ein paar Erweiterungen von den Kombos. Die wir jetzt einfach mal so herausgefunden haben. Auch nicht schlecht. So, dann machen wir das Ganze schnell nochmal mit dem Flammenkommandanten. Ich überspringe mal dieses ganze Kistengetue und so weiter, damit wir da relativ schnell durchkommen. Und ja, melden uns gleich mit den Skills wieder zurück. So, Hallihallöchen zusammen. Ich melde mich jetzt doch mal ganz kurz beim Flammenkommandant wieder zurück, weil da ein paar interessante Dinge aufgetaucht sind. Andererseits, gut, ich mache erstmal die mal geschwind, damit wir die weg haben. Schattenschritt haben wir natürlich auch. Da würde ich auch wieder Cooldown machen. Das Ding, Mana halt. Da ist bisher jetzt natürlich nichts Neues. Was aber interessant ist, ist einerseits, dass wir Flammenschwert wieder haben bei dem. So wie es aussieht, hat einfach jeder Raven Flammenschwert. Ist aber auch keine schlechte Sache in dem Sinne. Dann haben wir Rauchexplosion und Flammenharpune auf Level 15. Und dazu Eiserner Söldner. Sollte eigentlich jedem von uns sich bekannt vorkommen. Weil es einfach für das Überhitzen zuständig ist, dass man nicht mehr so viel Überhitzungsschaden bekommt. Und ja, Effekte ja, verkürzt werden. So, machen wir mal ganz kurz, wie wir vorhin auch schon gemacht haben. Bei Rauchexplosion weiß ich es noch gar nicht. Okay, es sinkt der K.O.-Wert. Das ist jetzt eine Überlegung wert. Weil man dadurch ja auch Bewegungsgeschwindigkeit und alles sinkt. Und das um 50%. Ich glaube, wir machen das mit einem K.O.-Wert. Auch wenn ich nicht so ein aktiver PvPler bin, aber trotzdem. Das ist ein echt attraktiver Effekt. Unterbricht Banner Break, auch eine nette Sache. Genau, dann Eisener Söldner, kennen wir eigentlich alles schon. Siebenfache Explosion hat anscheinend einfach jeder Char, also jede Klasse. Und Konzentration der Kraft, hier aber mit Magieattacke statt mit normaler ATK. Wie beim
Schwellmeister. Dann haben wir Revolverkanone. Kann auch nochmal und überhitzt werden. Macht dann unbegrenzt Durchschlag statt nur zwei Gegner. Angriffskraft hoch. Und dann Napalm gerade. Habe ich persönlich nicht so häufig benutzt, aber Cooldown ist 3 Sekunden. Wegen der 3 Sekunden machen wir nicht rum. Dann was interessant ist, Geistspalter ist ein Skill, der ist ziemlich ähnlich wie der von Schwertmeister, allerdings geht er komplett auf den Mana-Erhalt des Gegners. Also sprich, wenn man ihn damit trifft, den Gegner, dann kriegt er für 7 Sekunden, kann er kein Mana bekommen. Nicht von Treffern, nicht von ausgeführten Angriffen. Ob das auch für Sachen wie Meditation gilt? Ich denke nicht, aber mal sehen. Wäre interessant zu wissen. Man könnte den Mana Break damit auch canceln oder auch den Effekt verlängern, aber ich glaube, ich mache Effekt verlängern. Okay, dann sehe ich schon Aufreißer, aber erstmal kommen wir zur Höllengittling. Dann Mana halt oder Angriffskraft. Das ist die Frage. Was hat denn der für ein Damage? Okay. Ich glaube, ich würde da sogar bei Höllengittling würde ich mal eher auf Treffer, Mana halt. Dann haben wir Aufreißer, habe ich schon gesehen von Weitem. 25 Magiepunkte gerade mal und ganz schön hoher Schaden, wenn man das bedenkt. Angriffskraft steigt und Cooldown wird verlängert. Was nochmal? Hä? Das macht so keinen Sinn, ey. Angriffskraft steigt auf 100%, der Cooldown wird auf 80% verlängert. Also das würde aber heißen, dass der auf 3 Sekunden runterschrumpft. Ich glaube, da muss was übersetzt werden, liebes Gameforge. Okay, bei Treffer werden 25% des Gegners verbrannt. Okay, ist auch eine nette Sache. Ha. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird der Cooldown einfach tatsächlich verlängert, an die Angriffskraft steigt, wie das auch sonst der Fall ist. Aber das mit dem Verbrennen... Nehmen wir mal Angriffskraft. Okay, dann haben wir noch Siegesstrategie des Söldners. Auch nicht ganz unbekannt. So kann man zum Beispiel einige Skills in der Luft benutzen, um diese wiederum um 1,5-fache zu verstärken. Das wird Flammenschwert sein, das wird wahrscheinlich auch sowas sein wie... das müssen wir ausprobieren, einfach mal. Rauchexplosion. Ich vermisse ehrlich gesagt noch Flammenexplosion, vielleicht kommt das erst noch. Oder kommt gar nicht. Oh, das ist weggefallen, okay. Interessant. Dann haben wir Söldner-Veteran, auch wieder, wenn deine HP oder HP 50% sinken, Attacke mit Macht plus, dann machen sie Punkte wieder hergestellt. Okay, das haben die wieder zusammengeflanscht. Magie-Regeneration 30, K.O.-Wert, ATK plus bei HP unter 50%. Also wie es eigentlich damals war, Reversal Fighter. Genau, da gibt es einmal die Napalm-Version von Glühender Schrei inzwischen. Und dann die Einäscherungsversion. Ich werde angerufen. Und ich muss mal kurz ran. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und Entschuldigung, dass es jetzt hier mitten in der Aufnahme einfach mal angefangen hat, hier richtig laut zu klingeln. Ich habe es versucht, so gut es geht, ein bisschen einzudämmen von der Lautstärke her. Hab mich wahrscheinlich nicht so gut gehört. Die lieben Leute von Natur haben in der Zwischenzeit angerufen. Ich habe meinen DSL-Vertrag gekündigt und die wollten mir nochmal ein Angebot machen und ich habe Nein gesagt und ja, wie es bei den Anbietern halt eben so ist, kennt ihr ja bestimmt selber. So, auf jeden Fall machen wir hier mal schön weiter. Nämlich hier mit glühenden Schrei, Napalm und Einäscherung. Damit Napalm würde ich es mal so machen. In Brand setzt, genau. Die Gegner in Brand setzt. Genau, da würde ich den Schaden auf jeden Fall erhöhen wollen. Mana halt ist mir da ziemlich schnuppi. Und da finde ich die Trefferanzahl ein bisschen attraktiver. Genau, das mit Treffer kriege ich dann Oder der Mana. Der Mana halt ist sexy. Oh, Mana halt. Oh, gigantischer Einschlag ist wieder da. Schöne Sache. Auch als Standard-Skill. Und es macht gleich 1190 Magieattacke Prozent. Wow. Wow, Leute. Und ich glaube, das verbessern wir gleich weiter. Oh, oder wir ignorieren die Abwehr des Gegners. Noch besser. Ich habe erst überlegt, sollen wir die Angriffskraft steigern oder sollen wir die Abwehr ignorieren? Ich finde Abwehr ignorieren immer noch recht sexy. Also lassen wir das. Bei aktivieren. Okay.
Es ist sonst zweischneidiges Schwert mit tödlicher Raubzug. Habe ich auch eine Weile benutzt. Das Problem ist, wenn das fehlschlägt, und das benutzt man ja gerne mit Überhitzen, das ist ja das, dann hat man einfach das Problem, dass dann der ganze Angriff für Cut ist, man trotzdem überhitzt hat, man dadurch auch Schaden bekommt. Aber wenn er treffen soll, und wenn er das tatsächlich tut, dann würde ich den sogar gerne mit Magieabwehr ignorieren haben, weil es dann doch ganz praktisch ist. Inzwischen habe ich meine Promo-Sachen bekommen, sehr schön. Ja, aber wir gucken uns jetzt gerade nochmal die restlichen Passivs an und gerade auch Hyperskill. Also überlegen Strategie Söldners. Okay, hat die Abwehr unter 50% HP. Das ist jetzt der zweite Effekt bei Flammenkommandant, der jetzt eintritt, sobald man unter 50% HP hat. Da steigt sich die Abwehr, steigt die Magieabwehr und die Resistenz. Gab es früher in ähnlicher Form, haben die jetzt wieder so gemacht. Und es sind beides Effekte, wie auch der frühere, der mit 50% eintritt, also unter 50%. Sehr schön, sehr interessant. So, dann haben wir noch Hitzkopf. Auch ein Skill, der auch, glaube ich, erst beim letzten Skill-Tree-Remap gerade erst erschienen ist. Und eigentlich nur den Schaden des Erhitzens und die Dauer des Erhitzens verbessert. Ich weiß noch nicht ganz, wie das zu stapeln ist. Ich denke mal einfach, sobald man Kombos benutzt, die Erhitzen wirken und das gleich nochmal macht, so eine Kombo, kann man halt den Effekt verdoppeln dadurch. Also auf 12 Sekunden erhöhen und 4,6% wäre meine Annahme. Ich habe es noch nie aktiv benutzt gehabt. So, jetzt gucke ich zum Beispiel, dass wir mal ein paar Skills haben, die mal ein bisschen besser passen zum aktuellen Standpunkt. Gigantischer Einschlag. Da nehmen wir gleich mit. Rauchexplosion habe ich irgendwo gesehen. Kapte, wo war es denn? Ach, hier oben. Dann Gigaprominenz nehme ich gerne mit. Revolverkanone nehme ich gerne mit. Glühender Schrei, ihr wollt es bestimmt sehen. Also nehme ich es einfach mal gerne mit. Dann, das war noch interessant. Es sind viele von alten Skills dabei, deshalb gibt es nicht viel Neues. Ich will jetzt mal, glaube ich, Flammenharpune mitnehmen und dann natürlich Brandschlag. So, jetzt nehmen wir uns noch ganz schön schnell die Dinger hier vor. Von der Eldritsucher Wiedergeburt. Ja, die Folge wird sich ein bisschen in die Länge ziehen. Und ich habe da vergessen noch zu sortieren, auch nicht schlecht. Ich mache mir ein bisschen Platz. Ihr seht, ich habe noch Promo-Sachen in en masse. Liegt vor allen Dingen, weil ich noch, weil der Char ursprünglich mal eine Feuerfaust war. Ich aber Feuerfaust nicht mehr so gern gespielt habe, das war aber noch vor diesen ganzen Gerede von wegen Revamp und Pipapo. Vielleicht mache ich irgendwann mal wieder eine Feuerfaust, aber der soll mir schön Flammenkommandant bleiben, weil Flammenkommandant ist sexy and you know it. So. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier durch. Relativ schnell, damit wir hier nicht zu lange verbraten. Das ist auch ein Charakter übrigens. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, der ist ebenfalls ein Jump-Up hinter sich hat. Weil ich einfach viel zu viele Chars habe, das ist das Problem. Und dann alle aktiv zu leveln, schwere Sache. Hey, mit Brille kommt das Set auch richtig sexy. Nice. So, dann gehen wir gerade mal rein zur Camilla ins in den freien Trainingsraum. Okay, macht immer noch schön Schaden, das Zeug, das ist gut. So, gucken wir mal, echt das System. Okay, funktioniert nach wie vor sehr schön. Okay, und überhitzen macht nach wie vor ein wenig prozentualen Schaden. Stört aber jetzt nicht weiter. So, ich warte mal ganz kurz, bis das Überhitzen weg ist. Das dauert immer ein bisschen. Hier wird sogar mal gezeigt, wie oft man es gestapelt hat und so weiter. Ich meine sogar, die Klaue sieht ein bisschen anders aus, aber das könnte auch meine Eingebung sein. Ansonsten machen wir mal ein Skill nach dem anderen. Und ich mache natürlich mit Überhitzen direkt, damit man ein bisschen mehr davon sieht. Genau, dann haben wir ihn. Ja. Also der Effekt von dem Überhitzen, von dem Stapel hier. Ich kann mal schön mit der Maus drüber gehen. Auf jeden Fall, viele der Kombos haben sich nicht wirklich verändert. Gigantischer Einschlag. Ich frage mich, ob es die alte Version ist. Mit Wegstoßen oder die neue Version mit Hochschleudern. Mit Wegstoßen. Okay, alles klar, passt. Kenne ich. Dann Aura-Explosion. Kann ich ja gleich zweimal benutzen. Das Viech wird ordentlich verlangsamt, finde ich gut.
genau, dann gibt es das auch in der Luft, auch mit so einer kleinen Rauchexplosion. Wie, also wenn ich eine Notiz hätte, coole Sache. Wahrscheinlich, tödlicher Einschlag kann man nicht, genauso das nicht. Okay, alles klar. Ist allerdings so, mein Eindruck, man kann nicht viele Skills in der Luft benutzen, das ist ein bisschen schade. Ach, sagt bloß, ich habe keine Elektrostücke dabei. Naja, gut, egal. Geoprominenz. Ich glaube, das war jetzt die... Ne, das war die Overheat-Version. Aber das Overheat kommt erst nach dem Skill, nachdem das schon ausgeführt ist? Okay. Kurios. Naja, gut. Nehmen wir einfach mal so hin. Dann gucken wir mal, ob das auch gut klappt mit mehrere Viecher bei Revolverkanone. So, mal ein bisschen warten. Dauert immer ein bisschen. So, jetzt kann ich allmählich schon rüber. Okay, Durchschlag. Zwei Gegner, wie es auch damals gedacht ist. Und mein Pet macht natürlich wieder alles platt. Mann, Mann, Mann. So. Gehen wir mal ganz kurz her. Warten nochmal auf 5 Viecher. Und probieren das dann mit Erhitzen aus. Ob das dann auch tatsächlich funktioniert. Sollte aber, ich denke schon. Hat ja auch damals funktioniert, warum auch nicht jetzt. Genau, trifft alle Viecher. Allerdings die hinteren, die kriegen nicht so viel Schaden ab. Ist da irgendwas von wegen, okay, 5 Hits. Aber anscheinend, weil die Viecher hinten hat es ja nicht zerlegt. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Okay, dann haben wir hier auch glühender Schrei. Eine Erinnerung nehme ich jetzt einfach mal, um es zu zeigen. Weil das dieser schöne Feel Cleaner war, den wir alle noch gut im Kopf haben. Natürlich auch wieder mit Overheat-Möglichkeit. Macht im Prinzip den Schaden nur höher. Schöne ist bei solchen Skill Showcases, ihr könnt dann immer die Magie HP sehen. Wow, der Schaden wird extrem höher. Das ist geil. Und durch den Crit-Effekt haben wir echt guten Schaden zusammengekriegt. Sehr geil. So, wie damals kann man Flammenharpune nur in der Luft benutzen. Nochmal einmal. Okay, schleudert die zieht die Gegner mit und explodiert dann am Ende nochmal. Schön, also wie damals eigentlich im Prinzip. Gefällt mir gut. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz nochmal auf Überhitzen. Wow, der Schaden ist echt hoch. Okay. Vor allen Dingen, wenn man einen Gegner im PvP mitziehen mit dem Skill. Das wird ihm echt böse wehtun. Dann habe ich Brandschlag, habe ich leider kein Eldrit. Ich gucke mal, ob ich irgendwo ein Eldrit gerade mal so zur Verfügung habe. Muss man erst einen Analysator holen. Dämlich. Oh Gott, ich habe noch Vergesslichkeitspille. Ach, meine Güte. Das machen wir weg. Ja, der Char wird nicht oft bewegt von mir. Nicht aktiv zumindest. Ich habe immer nur drei Chars oder sowas, die ich wirklich aktiv spiele, weil mehr geht einfach nicht. Ich habe an die 12 Chars oder sowas, da geht es einfach nicht. So, hä? Bin ich gerade auf dem Schlauch? Ach, da ist er doch, Eldrit, ja. Egal. So, gerade einen Eldrit-Analysator geschnappt. Da ist er doch. Gerade ein Stück. Den gerade mal verbarrikadieren für 3 Eldrit-Stücke. Also 3 solche komischen Eldrit-Viecher, Essenzen. So, und dann machen wir auch mal ganz kurz mal. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber das hat ihn zerlegt. Okay. Fragezeichen, Ausführungszeichen. Okay. So, machen wir mal. Wie heißt das gute Stück nochmal? Brandschlag. Genau. Legen wir los. Sieht nach wie vor schön beeindruckend aus, ne? Macht schön Aua. Überhitzen kann man es nicht, ne? Das wäre ja auch zu schön, oder? Wahrscheinlich kann man das aber mit Überhitzen verbinden. Also gerade diesen Effekt hier ausnutzen. Wäre meine Vermutung, ja. Also ich habe jetzt nichts ausprobiert oder sowas. Aber wir können das ja mal ausprobieren. Schön, dass wir gerade das hier machen. So. Okay. Ich merke auch, wir müssen ein wenig ein bisschen sputen. Aber mach mal das. So. Machen wir den Crint noch fertig. Benutzt mal ein paar alte Kombos, die ich so im Kopf habe noch. Ja, hopp, hopp, Viech. Ja, von dem merkt man natürlich nicht viel, weil das Viech schon zerlegt wird durch die Krähen allein schon. Gut.
Nach wie vor ein heftiger Skill. Achso, ja, ich will natürlich noch Kombos zeigen. Ah. So, gucken wir mal. Okay, das sieht eigentlich aus wie bei Schwertmeister. Allerdings etwas langsamer. Okay, wahrscheinlich braucht man einfach etwas Angriffsgeschwindigkeit, um das überhaupt miteinander so schön kombinieren zu können. Okay, passt. Dann brauche ich ein weiteres Viech. Thank you very much. Okay, auch nichts Unbekanntes. Genau, auch nichts Unbekanntes. Den ersten überspringe ich, den haben wir ja schon. Dann 1, 2, 3. Jawohl, kennen wir auch. Auch nichts Unbekanntes. Genau, kennen wir ebenfalls. Den habe ich ja schon mal ein paar Mal ausgezeigt. Achso, ja, bei dem muss man ja drücken, nicht halten. Jawohl. So, sprinten. Genau, das war ja das. Flammenwerfer auf Doom. So, was haben wir noch? Achso, ja, der Pograbscher, wie ich ihn gerne nenne einfach. Der Pograbscher. Geil. So, springen. Ding, kennen wir. Das kennen wir auch. Sprintsprung. Okay. Und Erweiterung, also die Erweiterung ist für Blade Master exklusiv. Cool. Das kennen wir ja schon. Und das ist auch okay. Okay, Flammenkommandant hat also wirklich nichts dazu bekommen. Oder sehe ich das gerade falsch? Das Einzige, was sich geändert hat wirklich beim Flammenkommandanten, ist halt diese Standard-Kombo. Und das ist halt bei jedem Fraven, von dem her ist das relativ so lala, ne? Ansonsten, ich meine sogar, das sind alle Kombos, die es damals auch schon gab. Von dem her nichts wirklich Neues. Schade eigentlich, hätte ich mich gefreut, wenn das wie bei Nachtauge gewesen wäre. Mit zwar Drittklasse von dem Charakter, aber trotzdem viele coole neue Kombos dazu. Leider nicht der Fall. Egal. So, ich hätte mal gesagt, wir machen an der Stelle auf jeden Fall mal einen Cut. Hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wir haben jetzt drei Charaktere durchgenommen. Elementmeisterin, Schwertmeister und Flammenkommandant. Und bisher haben mir eigentlich Schwertmeister am besten gefallen, aber Elementmeister war auch ganz cool. Flammenkommandant ein bisschen enttäuschend. Mir fehlt zum Beispiel vor allen Dingen dieser brennende Schlag oder wie der hieß. Dieser Flammenangriff, Flammenschwertangriff in der Luft mit den drei Hits. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Kann ich auch später mal kurz mal einblenden, wie der damals hieß. Auf jeden Fall, das fehlt mir zum Beispiel und ja. Nee, sonst gefällt es mir eigentlich relativ gut. Dann bin ich sonst ein bisschen zu kritisch. Okay, ansonsten passt mir es eigentlich. Und ja, würde mal sagen, ich würde mich damit erstmal verabschieden. Und ich setze mich dann auch demnächst mal direkt an die Skill Compilations, an die ja, Skill Showcases. Bei Elementmeisterin, es kann sein, dass bei Elementmeisterin müsst ihr ein bisschen warten. Weil die gerade mal 62 ist und ich muss die gerade mal noch ein Level hochkriegen. Damit ich auch halt den Hyperaktiv-Skill zeigen kann. Aber ich schätze mich so ein, weil ich würde jetzt Flammenkommandant und Blade Master, weil die eh schon 70 sind, nur so ab und zu mal leveln, vor allen Dingen mit Event und so weiter. Weil es jetzt wieder sowas Schönes gibt, von wegen hier einfach Level Up, absahen und fertig. Aber bei Elementmeisterin würde ich mal extrem leveln, also wirklich extrem in nächster Zeit, damit die auch mal um die 80 wird bis Ende des Events. Das kann sich natürlich wieder ein bisschen ziehen, das Event. Mal sehen. Und von dem her, ich setze mich heute Morgen dran und vielleicht haben wir das dann schon gegen Samstag, haben wir dann spätestens die Dinger zusammen. Und ja. Gut, jetzt, bevor ich das zum dritten und fünften Mal nochmal sage, würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann bei den Showcases wieder und ansonsten auch natürlich wieder bei den regelmäßigen Folgen Elsort. Wird auch wahrscheinlich dieses Wochenende mit Tim oder mit jemand anderem aufnehmen gehen für Luciel oder ja, oder allgemein vielleicht mit DJ Bastiani, wer weiß das schon. Und ja, mal was Aktuelles noch ein bisschen berichten. Das war jetzt erstmal zum Renewal und ja, macht's erstmal gut, Leute. Ciao, ciao!